Blitz News. Willkommen auf meinem Kanal Streampunk und auch willkommen zu einer neuen Ausgabe hier auf meinem Kanal. Ja, es gibt Neuigkeiten vom 21. Prozesstag, gerade eben bei Roger Bittel gesehen. Ein persönliches Statement von Dr. Rainer Füllmich. Und weil der Tag nur 24 Stunden hat, wollte ich euch auf alle Fälle auch einmal darüber informieren, was der gute Mann hier heute wieder zu sagen hat. 21. Prozesstag hat nicht stattgefunden, wie ich jetzt gehört habe. Genauere Gründe, also es war nach ein paar Minuten oder nach einer Stunde oder was war das erledigt. Die genaueren Gründe liegen mir jetzt nicht vor. Ich habe jetzt nur eben bei Roger Bittel im Livestream dieses Statement von Dr. Rainer Füllmich gehört. Leider ist das Originalvideo, was verwendet wird, nicht auf den Kanälen von Rainer Füllmich zu finden. Und da habe ich mich jetzt selbst beholfen, aber das ist ja, denke ich, auch in Ordnung. Ja, und dann wollen wir mal eben reinhören, was der gute Mann aus der JVA in Rostov zu uns zu sagen hat, dass der sich überhaupt noch immer meldet regelmäßig, ist wirklich bewundernswert. Ja, diese ganze Sache ist absolut bewundernswert. Aber hören wir mal, was er zu sagen hat. Liebe Freunde, wir sind auf dem Weg. Nichts kann uns mehr stoppen. Alles, was wir für Gerechtigkeit brauchen, ohne die es keinen Frieden und keine Demokratie geben kann, ist die Wahrheit. Wir alle zusammen und jeder für sich bringen die Wahrheit ans Licht. Das allein, nur das ist wichtig. Auf irgendwelche prozessualen Regeln irgendeines Systemgerichts kommt es nicht an. Denn diese werden, wie mein Fall ja ganz besonders deutlich zeigt, sehr häufig missbraucht, um gerade zu verhindern, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Wir sind das Volk und wir können, sobald die Wahrheit ans Licht gekommen ist, sofort und ohne Prozessregeln, die uns den Blick versperren, erkennen, was richtig und falsch ist, gut und böse ist. Sobald die Wahrheit sichtbar ist, bricht der Schutzwall des Bösen, brechen die Lügen zusammen. Und alle Boomerangs erreichen unbehindert ihre Ziele, kommen zurück zu denen, die sie geworfen haben und sorgen für Gerechtigkeit. Weil wir es so wollen. Denn allein wir, die denken und fühlen können und über Intuition verfügen, entscheiden, was jetzt geschieht. Ich werde dazu noch etwas detaillierter veröffentlichen. Es wird etwas sein, was die meisten von Ihnen vielleicht schon wissen, aber mindestens erahnen. Also, draußen bricht das Lügengebäude zusammen und auch hier, wo das Gericht alles tut, um nach Abbruch der Zeugen der Anklage die Zeugen der Verteidigung nicht mehr anzuhören, wird es nichts mehr nützen. Die Boomerangs sind alle unterwegs, überall, und zwar deshalb, weil wir es wollen. Kennen Sie den Roman oder den oder die Filme über die drei Musketiere? Kennen Sie das Motto, einer für alle, alle für einen? Nun, es gibt kein besseres Beispiel als meins und unseres, um zu beweisen, dass dieses Motto tatsächlich Realität ist. Einer für alle, alle für einen. Aus irgendeinem Grund fällt mir jetzt dauernd das Lied von Michael Gray, Whiskey and Rain, an. Und vielleicht, weil es besonders gut ist, vielleicht auch, weil es cool ist, fast so cool wie Steve McQueen. Wir machen jedenfalls weiter und hören nicht eher auf, als bis Gerechtigkeit da ist. Eieieiei. Am Ende klingen seine Worte sehr kraftlos zum Ende, aber auch damit sehr bedeutsam. Es kann auch einfach nur so ein bisschen Dramatik sein. Die Boomerangs kommen zurück, sagt er. Ja, also es gibt nicht viel dazu zu sagen. Ich bin immer noch beeindruckt, der Mann sitzt im Gefängnis so lange schon mit so einer schreienden Ungerechtigkeit und schickt uns immer noch Nachrichten. Tja, meine Lieben, mehr gibt's von mir an meiner Seite da überhaupt nicht mehr dazu zu sagen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und für euren ganzen Support. Und wenn ihr in der Zukunft meinen Kanal öfter sehen möchtet und mich unterstützen möchtet, dann abonniert meinen Kanal, aktiviert bitte die obere Glocke, damit ihr in Zukunft nichts Wichtiges mehr verpasst. Denn was die Zukunft bringen wird, das weiß keiner so ganz genau. Eins weiß ich allerdings sicher, wir sehen uns auf diesem Kanal auf alle Fälle wieder.